Simone hier vorne. Ja, aber, tja. Gut, das will ich jetzt nicht mehr moderieren. So, herzlich willkommen, hallo. Wie geht's euch so zum Mittag? Schön durchgewalkt schon. Das ist die Session Kill Them with Kindness. Und fangen wir mit der schlechten Nachricht an. Wir werden eigentlich darüber reden, wie wir sie nicht töten, sondern wie wir sie coachen können. Und wir werden in dem Miteinander jetzt in den nächsten Minuten viel hoffentlich miteinander sprechen. Fangen wir mit der ersten kleinen Mini-Übung an. Wer findet, dass er hier im Raum ein Kunde von WordPress-Dienstleistungen ist? Ah, Bernhard? Wer findet, dass er eine Agentur, ein Freelancer, ein Dienstleister ist? Ah, wir sind unter uns. Wir können offen reden. Bernhard, hör ein bisschen weg. Das ist ganz gut, dass wir unter uns sind, weil können wir ja frei sprechen. Fangen wir mit der kleinen Kundenkunde an. Und ich glaube wirklich stark daran, dass im Universum alles versucht, sich immer auszugleichen. Und wir WordPressler, wir suchen unser Gegenüber. Und mein Gegenüber in der Woche ist der Kunde. Das ist mal so, mal so. Und wir sind ja mega gut, ne? Und der andere da gegenüber, der ist ja, wie soll ich die Frage formulieren? Wie kann ich dem Universum ein Schnippchen schlagen, damit dieser doofe Kunde irgendwie jetzt auch mal ein cooler Kunde wird? Na, weil die verstehen mich ja nicht, die wissen nicht, wie das mit meinen Zeitplänen ist, mit meinem Budget, die Briefings. Wir wissen das ja alles. So, das sind ja schon, ich sag mal vorsichtig, Situationen, denen wir im Alltag so ausgesetzt sind. Oder ist hier jetzt jemand, der sagt, den ganzen Tag über, also die ganze Woche über, mega geil mit meinem Kunden? Möge jetzt die Hand heben und das erzählen. Ja, darüber schweigen wir. Das ist echt schwer. Und auf der anderen Seite will ich echt auch nicht ein Kunde sein. Also, wenn ich mich manchmal in Meetings auf die andere Seite gedanklich setze und so höre, was andere am Tisch erzählen, dass der Kunde einfach so, vorne sind die besten Plätze. Was wir als Agentur unseren Kunden manchmal als Wahrheiten, als kurze Sätze zumuten, hat auch schon was, ne? Also ist schon krass und ist auch immer so ein bisschen die Frage, redet ihr nachher darüber? Also habt ihr in euren Unternehmen so Feedback-Runden? Wenn ihr einen Jurfix hattet, ein Meeting, macht ihr sowas? Wer kennt das? Nach dem Call? Ja, das ist bei uns zum Beispiel, ist wirklich gang und gäbe. Nach jedem Kundengespräch setzt sich das Team nochmal 15 Minuten zusammen und jeder sagt, was war gut, was war schlecht, was machen wir besser. Einfach, damit wir lernen, wie das geht. Wer von euch war schon mal an dem Arbeitsplatz von eurem Kunden? Also ich meine echt den PC, wo der sitzt, die sitzen. Gut, tut das. Setzt euch regelmäßig mit denen dahin, kennt die Räume. Das ist so agil und all dieser ganze Quatsch. Als damals Toyota mit der Kaizen, der Kunst des kontinuierlichen Verbesserns angefangen hat und die Serienproduktion von Autos verbessert hat, war einer der ersten Drehs, dass die Meetings an den Orten stattfinden lassen, wo der Dreck entsteht, nicht in der Werkhalle und nicht irgendwo in der Zentrale in Tupfing. Was könnten wir daraus lernen, ist, mit unseren Kunden einfach mal auch viel öfter in die Situation zu gehen. Können wir bitte mal ein Meeting mit euren Kunden erleben? Können wir wissen, wie das ist? Und können wir verstehen, warum ihr manchmal diese oder diese Entscheidung trefft? Warum wir so miteinander sprechen? Und dann
ist bei diesem ganzen im Universum miteinander klarkommen mit dem dummen Kunden der geilen Agentur, ich meine, ist immer auch dann die Frage, stellen wir kleinen WordPress-Butzen, wir kleinen Freelancer, ich bin ja nur eine Designagentur, ich mache ja nur ein bisschen SEO, wir, die wir uns immer so dahinter verstecken, dass wir die kleine Agentur um die Ecke sind, und ich meine, einige von uns sind ja wirklich monströs große Läden. Wir bauen Seiten, die große Teile des Internets betreiben. Wir ermöglichen dem deutschen Mittelstand, dass er sich online darstellen kann. Stellen wir eigentlich die richtigen Fragen manchmal? Also, wie oft habt ihr euch gefragt, wofür zur Hölle bezahlt er mich eigentlich? Also, wofür kriege ich mein Geld? Könnte das einer mal gerade sagen? Was sind so mögliche Thesen? Wofür werdet ihr bezahlt? Expertenwissen? Ich werde dafür bezahlt, dass ich den Kunden sage, wir schaffen das und wir machen es genau so. Also eigentlich Sicherheit und WordPress-Wissen. Okay, ja? Im Endeffekt, im Idealfall bezahlt es der Kunde dafür, dass er einen Mehrwert kriegt, wodurch er am Ende mehr Geld bekommt. Ja. Also ich finde, der Kunde bezahlt mich dafür, dass ich die letzten 5 oder 10 Jahre mich mit dem Thema intensiv beschäftigt habe und mein Wissen dort einbringe. Und es ist eigentlich nicht die Arbeitsleistung der Stunde, also nicht der Stundensatz, sondern die Erfahrung. Ja, ja. Vielleicht noch euch beide, Philipp? Ja. Vielleicht, so, wir merken, ne? Eine Frage, 1000 Antworten. Und alle treffen, glaube ich, richtige Aspekte. Vielleicht beim nächsten Mal fragt mal euren Auftraggeber, wenn er unterschrieben hat, warum eigentlich wir? Ist mega spannend. Traut euch das. Ist wirklich, das hilft euch. Führt zu absurdesten Momenten. So, wir arbeiten zum Beispiel für ein Unternehmen schon viele, viele Jahre, und da wird einmal im Jahr der Vertrag erneuert. Und dann, das ist auch ein bisschen so eine Prozedur, dann gehen wir da hin und es gibt einen Jofix. Und letztes Mal war die Situation so, Herr Krosak, also gestern, da habe ich mir bei Amazon so ein WordPress-Buch gekauft. Und es ist wirklich schräg. Ich meine, klar, das ist jetzt nur bei uns, bei euch. Ihr wärt da mega cool einfach drüber hinweggegangen. Aber ich so, ich meine, also es ist ein 250-Mann-Laden, ne? Der hat jetzt gerade nochmal für 12 Monate unterschrieben. Wieso kauft der sich ein Buch? Und dann habe ich gefragt, was? Ja, ich will verstehen, was man damit noch machen kann. Und so mein Selbstbild ist, hallo? Also ich bin jetzt die nächsten 2 Stunden hier, frag mich doch. Aber es geht eben ganz oft auch darum, die da draußen, unsere Kunden, fühlen sich auch manchmal uns ausgeliefert. Ne? So, es ist das Thema so mega komplex, und darum fragt mal, das kann die Beziehung wirklich deutlich verbessern. Und ich würde es mal auf wenige Punkte zusammenkürzen, und das trifft hoffentlich einige der Sachen, die ihr auch gerade gesagt habt. Eine mögliche Frage ist, oder eine mögliche Antwort ist, ihr sollt gerade einen Schmerz lösen. Es gibt ein kleines Problem und das gilt es zu lösen. Wir Techniker, wir Informatiker neigen ja manchmal zu der Fully-Fledged-Lösung, wo wir sagen, ja, und das kann ich noch und das Objekt kann dann später dahin auch noch. Ne? Aber gefragt hat er eigentlich, ich will den Button von gelb zu grün. Kann übrigens die falsche Frage gewesen sein, aber vielleicht ist das der erste Schmerzpunkt. Dann könnten wir den lösen. Es kann auch sein, dass Sie in Ihrem Vertriebsprozess, in Ihren Verkaufsprozessen, in der Workflow-Unterstützung, dass es schlichtweg darum geht, einen Prozess schneller zu machen. Könnte auch eine mögliche Variante sein, was jemand fragt. Also Schmerz lösen, Ergebnis machen oder ihre eigenen Fehler zu überspringen. Also ganz oft klingelt bei uns das Telefon und wir sind wirklich überrascht, wie oft das ist.
können Sie mir mal ganz kurz eine WordPress-Schulung geben zu XY? Und wir denken, ah, Entschuldigung, aber was wollen Sie denn damit machen? Na, so. Aber Sie wollen eigentlich nur mal ganz kurz über eine kleine Hürde hinweg. Oder, und das wäre natürlich, das wäre mein Traumkunde, der das sagen würde, hallo Herr Kosak, schön, dass es Sie gibt. Wir wollen folgendes Ziel erreichen. Wir haben 3 Jahre Zeit. Das Budget passt sich natürlich dynamisch an die Wünsche, die wir während der Zeit definieren. Jedoch ist mir wirklich einfach wichtig, versucht euch das, jetzt ist das nicht so gut zu lesen, aber fragt euch, in welche dieser Kategorien geht das? Gibt es einen konkreten Pain, den wir lösen müssen? Sollen wir was schneller machen? Wollen Sie vielleicht Wissen intern schaffen oder einfach ein Ziel erreichen? Und immer wieder fragen wir, was können wir besser machen? Fragt das am Ende von jedem Meeting. Und auch, können wir etwas besser machen? Ist etwas in dem Prozess, was Sie vielleicht ein bisschen stört, können wir uns an Sie anpassen. Und bei uns passieren da manchmal die komischsten Dinge. Also es ist ja auch oft so, bei Meetups wird dann gefragt, ja, welche Tools nimmst du, welche Werkzeuge, welchen Projektplan, welchen Mechanismus? Und ich kann euch von uns sagen, wir passen es immer auf das Gegenüber an. Wir haben zwar einen Baukasten von Modulen, aber Kunde A wird manchmal anders behandelt als B. Es gibt bestimmte Dinge, die sind unverrückbar, aber was Zeitpläne angeht, was, wie wir Protokolle schreiben, wie wir To-Do-Listen machen, manchmal sogar verschiedene Werkzeuge. Ich weiß, das ist irre, ne? Aber und man könnte denken, ist das nicht mega uneffektiv? Wir machen das bis zur Schwelle der Agentur und die sind mega happy. Also ich kann mir vorstellen, viele von denen könntet ihr anrufen und sagen, ja, irgendwie läuft das. Die verstehen uns echt gut. Und dann wissen sie es nicht richtig weiter. Klar, da gibt es auch welche, die wollen von euch tief integriert werden in alles. Die bedient ihr dann wieder anders. Versucht, sie zu verstehen. Also dieses, ne, ihr merkt das, ich versuche, in die Richtung zu kommen. Hört hin, was sie sagen. Oh nee, hört hin, auf was sie nicht sagen. Höchstwahrscheinlich wissen Sie ja gerade gar nicht, was Sie fragen sollen oder was Sie sagen sollen, denn unter Umständen, also hoffentlich ist das so, seid ihr ja der Spezialist. Also das wünsche ich euch. Ne? Höchstwahrscheinlich seid ihr gefragt worden, um Ihnen zu helfen. Das heißt, ganz viel von dem Gerede, von dem Gefrage ist immer, seid euch klar, dafür sind wir da. Und dann übersetzt es und challenged es, hakt nach, hakt an der richtigen Stelle nach, sagt nicht aus Gefälligkeit, ah ja gut, habe ich jetzt verstanden, schreibe ich es auf. Wenn ihr es nicht verstanden habt, verdammt nochmal, fragt nach. Wenn ihr aus dem Meeting rausgeht und das To-Do nicht verstanden habt, habt ihr euren Job nicht gemacht. Ihr seid da, um die Aufgabe zu lösen, würde ich denken. Und ich will das einfach nur so immer wieder sagen, ist quasi mein Lieblingsthema. Sitze ich in dem Raum mit den Leuten, die tatsächlich entscheiden. So, wenn ich jetzt hier die Geschichtenkiste öffnen würde, wer hat schon Projekte erlebt, wo dann auf einmal hieß, nach viel, viel Arbeit, jetzt, wo die das gesehen haben, müssen wir es machen. Ja? Diese Frage nach, sind Sie die Person, die das entscheidet, ist wichtig. Und Achtung, ich kann das jetzt hier so vorne auf der Bühne mal kurz so sagen. Die Frage ist viel komplizierter, ne? Wir wollen ja niemanden irgendwie bloßstellen. Da gibt es tolle Modelle, wo man das aufzeichnen kann, wer welche Entscheidung so fällt. Nur, das würde ich mir für meine Branche wünschen und fände ich toll, wenn ihr das auch machen würdet. Fragt das, findet es raus. Und wenn ihr das nicht wisst, vielleicht die Finger weglassen. Ja, das sind Sachen, die euch echt um die Ohren fliegen. Und das hatten wir vorhin schon mal ganz kurz. Dürft ihr überhaupt mit dem Kunden des Kunden reden? Denn noch einmal, wahrscheinlich seid ihr der kritische Übersetzer einer Fragestellung und ihr seid die Experten im Online-Marketing. Ihr kennt ganz viele Dinge da drin.
Aber warum solltet ihr dann nicht mal den Prozess sehen? Warum solltet ihr euch nicht mal das Produkt angucken, nicht mal in der Fabrik stehen, nicht mal selber ein Paket, das Label drauf machen und wegbringen? Keine Ahnung. So, kennt ihr das wirklich? Fragt danach. Übrigens, Kunden, die euch dann da davon abhalten, auch eher auf die B-Liste packen. Ne? Das finde ich einfach ein Hammer-Zitat, was ich jetzt weggedrückt habe. So, wer hat aufgepasst? Das kommt gleich wieder. Tick. Zack, zack. Weil, also, da steckt echt wahnsinnig viel Wissen drin. Also ich war mal auf einem Meetup. Ich weiß nicht mehr, welche Stadt das war, aber da ist folgendes Szenario. Es wird die Fragerunde eröffnet und die Fragerunde ist eigentlich, dass jemand uns was erzählen will, was er weiß, aber gar keine Frage stellen will und vor allen Dingen wird dann darauf auch gar nicht mehr geantwortet, sondern jemand anderes antwortet mit einer Anekdote. Wenn ihr euren Kunden ernst nehmt, versucht bitte nicht, die nächste Anekdote von euch zu platzieren, sondern fragt euch als allererstes, warum hat er das gefragt? Was könnte er, sie eventuell noch damit gemeint haben? Ich weiß, es ist mega anstrengend, ja, immer diese Metaebene, immer das. Nur wenn sie es doch wüssten, würden sie es euch ins Briefing schreiben, wenn ihr eins bekommen hättet. Auch ätzende Frage, aber ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber ich werde das Wort mal sagen. Ich war auch mal in der Typo-3-Szene und die Typo-3ler, ne, wenn ich da mit denen rede, und das ist eine Frage, die wir uns manchmal zu wenig stellen. Warum? Nee, jetzt mal wirklich, also ist das das beste System jetzt gerade für das, was die Evaluation des Ganzen? Und auch das nochmal, warum ihr? So, sorry, Simone, wenn ich das jetzt, ich werde es jetzt nur ein einziges Mal machen und dann lasse ich dich jetzt auch in Ruhe. Simone aus Düsseldorf, Expertin für SEO. Ich kann auch ein bisschen SEO. Und jetzt ist der Kunde bei mir und die paar tausend Euro nehme ich noch mit. Aber so richtig geil mache ich es ehrlich gesagt nicht. Ne? So richtig geil bin ich nicht. Und da wäre es irgendwie schön, wenn wir Frickler, wir sind doch nur die kleine Agentur um die Ecke, wir sind nur die Designer, wir sind nur die Agentur mit 15 Leuten, keine Ahnung. Wenn wir mehr in Netzwerk denken würden und sagen, ist gut, dass Sie das sagen, SEO ist für uns super wichtig, ich würde es halt richtig machen, weil sonst bezahlen Sie mich 5-mal umsonst. Und findet lieber Wege, wie ihr zusammenarbeitet, wie wir uns zusammenschließen, so kommen wir alle, glaube ich, viel, viel weiter. Denn vielleicht verliert ihr dann einen kleinen Teil des Budgets am Anfang, aber dafür kriegt ihr Kunden, die ihr über Jahre habt. Und wirklich, es ist, nichts ist schöner, als mit jemandem über Jahre zu arbeiten und auch Krisensituationen gemeinsam zu erleben und darüber hinwegzukommen. Ja? So meine Lieblingssätze sind, als ich mal in irgendeinem Meeting ein bisschen ausgetillt bin, sagte mir dann nachher die Projektleiterin auf der Gegenseite, ach Herr Kosak, jeder darf mal einen schlechten Tag haben. Und ich denke, ach, voll geil. Wir hatten letztens einen Jurfix, wo wir was 3 Monate nicht hingekriegt haben, weil wir zu doof waren. Und der Kunde entschuldigt sich bei uns, dass das noch nicht weitergegangen ist. Und ich so, ja, ist gut, dass sie das so sehen, aber die Wahrheit ist auch bei uns. Und das kann man dann auf einmal sagen, wenn wir das Verhältnis haben, wenn wir ehrlich miteinander umgehen. Das macht echt wahnsinnig viel Spaß und nimmt viel Druck raus. Und seit der Steinzeit ist das so. Wir haben ja auch Megatools. Ja? Also viele der deutschen Mittelständler gucken bei uns drauf und sagen, ah geil, ja, Videokonferenzen machen wir jetzt auch und hier dieses Tool, ne? Also das, Herr Kosak, das wollen wir jetzt aber auch agil. Und ich so, vorsichtig. Weil wir verlangen manchmal von unseren, und schon allein Google Doc, ja, so ich schicke Ihnen mal einen Google Doc, da schreiben wir das rein, Sie machen Ihre Requirements dran, machen mir einen Kommentar und schicken das. Puh. Oh, Slack, ja, wer nutzt mit euren Kunden Slack? Ja, gut. Wie viele dieser Kunden wissen, was ein Thread ist und können den bedienen? Das, ja,
ist, wir müssen einfach auch mal ein bisschen, ne, nur weil wir wissen, wie das geht, heißt es ja noch lange nicht, dass die das wissen. Also erklären wir bitte unsere Werkzeuge. Fragt euch, ob ihr Onboarding-Prozesse dafür habt, wie ihr eure Kunden geschickt auf eure Technologien draufholt. Und klar, E-Mail. So, Management by CC-E-Mail. Das ist ja zum Beispiel etwas, was wir bei uns strikt versuchen zu verhindern. Wenn immer ein Kunde was mit CC schickt, sagen wir, ein Projektleiter bei uns. Und wir überführen das dann gleich. Telefonkonferenzen sollten auch Regeln haben. Protokolle, vorher, nachher, wer ist da. Kalender, Entschuldigung. Eine Termineinladung mit 8 Leuten kann eine Aufgabe sein. Hardware, ja, der deutsche Mittelstand hat nicht immer einen Laptop oder einen PC, mit dem er Videokonferenz kann. Stabiles Internet ist auch nicht immer selbstverständlich. Ja, Confluence, Jira, Bildschirmpräsentation, so, ne, ich denke, ihr kennt so all diese Dinge. Das muss man alles erklären. Nehmt euch die Zeit, sie wissen es nicht. Sie wissen es zur Hölle nicht. Und dann kommt noch der Megablocker, die IT-Abteilung. Ja? Aber Herr Kosak, bei uns geht das nur mit. Wir haben nur dies. Und okay, ja, ey, tut es. Ja, das ist es. Und bei allem dem, achtet bitte drauf, bleibt auf einer sachlichen Ebene. Na? Werdet nicht persönlich. Niemals. Aber anstatt die dritte Mail zurückzuschreiben und nochmal im Jira-Ticket sonst irgendwas zu machen, anrufen. Also wer von euch Projektmanager ist, Hörer in die Hand. So, das ist, das können die nicht alles. Die haben die Klarheit verdient. Das ist das, was wir ihnen schulden. Also ich finde, dafür werde ich bezahlt. Und erkläre Dinge, mach ein Scribble. Es muss doch nicht immer das wildeste Microsoft Flow-Dokument oder Visio-Chart sein. Es reicht manchmal etwas Gescribbeltes. Nur erkläre es. Und wenn du es nicht erklären kannst, guck in deinem Netzwerk, in deiner Firma, wer das kann. Und bitte sprecht miteinander. Und nicht irgendwelche Floskeln und du hast gesagt damals, sondern na, wir erinnern uns wieder an Simon Sinek. Hört zu, fragt bei Fragen euch immer, warum hat er das gesagt? Und das ist einfach nochmal das passende Zitat dazu. Es geht nicht darum, dass ihr die nächste Gelegenheit abwartet, wo ihr irgendeine Schote erzählen könnt, wo ihr das so und so gemacht habt. Bitte tauscht euch aus. Und auch wenn es anstrengend ist, ich will es einfach nur erzählen, am Ende immer noch mal so die Sicherheitsfrage und vor allen Dingen sie nicht nur, ja, kann ich noch was tun, sondern wirklich, kann ich noch etwas erklären, darf ich was für dich tun? Und dann kann noch mal eine Stunde Gespräch anfangen. Aber wie gut, dass sie dann angefangen ist und nicht irgendwie 3 Monate später ein Projekt abgebrochen werden muss, und wir uns irgendwie stehen. Und wir Techniker glauben ja, mit Code ist alles klar. Aber das ist einfach am Ende des Tages einfach nicht klar. Darum dürfen wir Techniker, wir WordPress-Agenturen sagen, dass wir Angebote zum Festpreis so richtig scheiße finden. Wer mir jetzt widerspricht, auf den freue ich mich. Wer gibt gerne Festpreisangebote ab? Mega geil. Erzähl mir, warum. Weil der Kunde zum Tag 1, also vorher halt genau weiß, wie hoch wird. Gut, ja. Wenn das ein Need ist und wenn du die Summe hoch genug hast, mega geil. Ich würde die These wagen, ja? Es kommt drauf an, wenn das sowas ist, wie meine Website auf SSL umstellt, dann ist es einfach, ja, dass man sagt, 3 Stunden pauschal, fertig. Ja. Aber wenn das so ein Projekt über 40 und mehr Stunden ist, ist das nicht mehr. Ja, ja, also genau. Also du hast recht, ne? Bei und das ist schon lustig, schon auf SSL umstellen ist ja dann schon, wenn du noch nicht mal weißt, sie können sich ja noch nicht mal vorstellen, dass du vielleicht wissen musst, bei welchem Hoster und so, ne? So, aber gut.
sagen wir mal, ein normales Projekt. Und das ist wirklich interessant, weil wenn ich jetzt sage, hört dem Kunden zu, dann ist das natürlich mega wichtig, dass wir verstehen, deren Need ist eine feste Summe, weil das im Konzern XY so ist. Das würde auch hier den Rahmen sprengen. Ich kann euch sagen, bei vielen Konzernen, wenn ihr das gut und sauber erklärt, kommt ihr durch den Einkauf mit ordentlichem Budgetrahmen. Na, dann zieht man einen Rahmen auf und macht das. Nur wirklich, ey, hört auf, Angebote abzugeben und so zu tun, als ob ihr nur ansatzweise wüsstet, wie lange es wirklich dauern würde. Weil du weißt es nicht. Ja, so, wenn ihr einen mega geilen Kaufmann habt, der einfach 900% draufschlägt und das verkaufen kann, dann macht das. Und vielleicht auch gehört zum Klartext manchmal dazu zu sagen, an dieser Funktion, diese letzten 10%, dieses, aber man könnte dann ja noch an einem ungeraden Tag, wenn Vollmond ist und die Temperatur unter 10 Grad, könnte es sein, dass ein Kunde noch diesen Schalter klickt, könnte sagen, spannend, aber wenn wir den Use Case mal ausrechnen, ist es das nicht wert. Wollen wir mal lieber nach vorne gehen und Meter machen in dem Projekt? Sagt das, die sind euch mega dankbar dafür, dass ihr das zwar macht. Und ich sage dann immer, klar, Sie sind Kunde, Sie bezahlen mich, das wird mein nächster Ferrari. Und dann ist die Situation ganz oft vorbei, weil den gönnen Sie mir irgendwie nicht. Ich habe schon drei. Ja. Vielleicht auch da noch als die letzte Ergänzung. Wir wissen heute auch noch nicht alles, wie das mit Gutenberg wird. Kann man da schon mal ergänzen, ne? So. Ja. Ja, genau. Ist ja so gut wie fertig. Und das ist, glaube ich, meine Lieblingsfolie. Zur Hölle sagt nein. Ihr glaubt nicht, was passiert, wenn ihr einem Einkauf von einem internationalen Konzern sagt, ganz nett, aber wir werden nicht bieten. Und dann sagt ihr, ja, aber das ist doch ein... Nö. Die 150 Seiten Vertragswerk, mega uninteressant für uns. Und das geht natürlich nur, wenn ihr euch ordentlich positioniert, wenn ihr offen und ehrlich spricht, wenn man das Gefühl hat, wenn ich das denen gebe, kümmern die sich. Dann ist übrigens fast Geld auch nebensächlich, wenn ihr versteht, was der Return on Invest dort sein soll. Und auch jetzt nochmal so zwischen uns, das ist mir auch wirklich wichtig, warum ich mir ganz oft das mit dem Nein richtig stark überlege, ist, wenn ich Nein sage, sage ich nur zu dieser einen Sache Nein. Und sage ich Ja, sage ich automatisch zu 10.000 anderen Sachen Nein. Was meine ich damit? Achtung, die Opportunitätskosten müssen wir nicht beachten. Wenn ich ein Projekt annehme und das läuft 3 Monate, 6 Monate, 12 Jahre, dann mache ich in der Zeit keine anderen geilen Projekte. Wenn ich mich, weil ich gerade die paar tausend Euro noch mitnehmen wollte, ein scheiß Projekt angenommen habe, habe ich Nein zu ganz vielen anderen Möglichkeiten gesagt. Achtet auf eure Spezialisierung. Fragt euch. Und ich meine, was kann einem Kunden noch Besseres passieren, als mit einem Mega-Profi zusammenzuarbeiten? Und übrigens, Leichtigkeit gehört auch irgendwie dazu. Ne? Dieses No Pain, No Gain, das könnt ihr euch bei Gary Vaynerchuk oder sowas abholen. Aber wenn ihr in eurem Netzwerk oder auch in eurer Firma Kollegen habt, die immer sagen, boah, sorry, keine Zeit, ey, ist gerade mega stressig und so. Tja, dann würde ich sagen, kriegst du aber jetzt auch keinen Pokal für. Ne? Es zeigt eher, dass du deine Sachen nicht im Griff hast. Also Leute, die immer busy, 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 busy sind, haben vielleicht nur ihre Prioritäten nicht klar. Die Jungs von Codable, und ich muss wirklich kotzen, weil ich es so gut finde, haben auf ihre Website gerade geschrieben, whistle while you work. Und ich finde das einfach wirklich, genau darum geht es. Wir dürfen bei der Arbeit so viel Spaß haben, dass wir morgens pfeifend hingehen und abends pfeifend zurück. Und ich sage das sage ich auch zu mir selber, versucht ausgeschlafen zu sein, einfach Nachtschichten machen keinen Sinn. Verwendet einfach Zeit auf die Auswahl eurer Hauptqualitäten und der daraus resultierenden Arbeiten und Jobs. Ne? Yes is no to many things. Und ihr dürft Gewinn machen.
Ihr schuldet eurem Kunden, dass ihr profitabel seid. Ihr müsst ja keine Milliardäre sein, aber das Schlimmste, was ihr eigentlich machen könnt, ist eurem Kunden ein Angebot abgeben, das sich nicht rechnen wird, weil dann seid ihr nicht ausgeschlafen, dann rennt ihr immer hinterher, macht noch andere schlechte Entscheidungen und so weiter und so weiter. Und was gehört dazu? Ihr macht das schon richtig, sonst wärt ihr nicht hier. Networken. Tauscht euch aus. Merkt, dass ihr nicht alleine seid. Sucht euch andere Spezialisten. Werdet vielleicht in der Nische mega fein und gebt euch doch bitte nur mit gesunden und positiven Partnern ab. Das ist kleine Anekdote, ich hoffe, dass das niemals veröffentlicht wird. Ich habe mal in einem Projektteam für eine Automarke gearbeitet und einer der Entwickler abends um 19 Uhr, war so eine Feuerwehraktion, explodierte förmlich sein Computer. Der hatte einen Alarm eingestellt, den er selber nicht abstellen konnte. Immer um 19 Uhr. Und ich so, was ist hier los? Ich sagte, ja, da schlafe ich immer das erste Mal am Schreibtisch ein. Und da muss man einfach sagen, und das wussten die in der Firma, mit 40-Mann-Laden, die wussten das alle, dass er das macht. Und keiner sagt was. Und da muss man einfach sagen, ey, du bist ein Megatyp, aber komm mal runter, ne? Mach das irgendwie klar. Und entwickelt für euch selber so eine Strategie, wie ihr euch gegenseitig fordert. Also man kann mit Partnern ja auch sagen, hey, mach das doch, können wir das so. Aber fördert euch auch, empfehlt euch, nehmt euch mit zu Terminen. Die nehmen euch schon nicht die Butter vom Brot. Und wenn sie es können, denkt mal über eure Positionierung nach. Und ich will es einfach nur noch einmal sagen, immer nur betriebig unterwegs zu sein, ist nicht cool, ist eher uncool. Also, fassen wir zusammen, was wir gelernt haben. Hört bitte eurem Gegenüber zu. Versucht euch in die Leute hineinzudenken. Fühlt mit denen, also wirklich, fühlt es. Warum sagen sie das? Warum wollen sie das Manual so haben? Warum müssen sie sich 10-fach absichern? Das ist ja alles wichtig. Und bringt auf eine gute Art alle Leute auf Augenhöhe. Versucht es echt so zu machen, dass sie nicht das Gefühl haben, oh, ich wusste das nicht. Seid klar in dem, was ihr sagt und sagt nein. Das fände ich mega gut. Sagt einfach nein, geht nicht, machen wir nicht. Und bei all dem, bleibt einfach locker. Ne? Und einfach weitermachen. So, es bringt nichts, sich hier hinzusetzen und zu sagen, ist alles scheiße. Wir haben eine Branche mit Gutenberg, ich weiß nicht, kommen wir nicht so richtig weiter. Ich glaube wirklich daran, wir müssen die kleinen Schritte gehen und dort, wo ihr es könnt, schafft Transparenz einfach immer Sicherheit und ist aus meiner Sicht die Basis für gute Partnerschaften. Und so quasi als letzte Mission ist einfach, seid immer freundlich. Ihr wisst einfach nicht, was bei den anderen gerade im Kopf los ist, was zu Hause los ist und so weiter. Das wären meine wenigen Impulse, wie wir den Kunden so ein bisschen weich machen, wie wir ihn zu unserem machen, wie wir aus die und wir zu einem, lasst uns zusammen an dem Projekt arbeiten, wir kriegen das hin und wir machen das über viele Jahre. Danke für eure Aufmerksamkeit. Hat jemand eine Frage oder eine Anmerkung, auf die ich aktiv eingehen kann? Ja, nur eine Bemerkung, ich werde trotzdem weiter mit Tricks weiter. Alles gut, ja klar, na klar. Ja. Es liegt ja auch immer im Einzelcase, ne? Ja. Ja, na klar. Hier, da, COSAC, Kontakt, schicke ich nachher rum. Ja, Bernhard? Vielleicht eine Anmerkung, warum ich mich von dem Kunde bin. Ich glaube, jeder von uns ist Kunde und merkt vielleicht gar nicht, weil bestimmt hat jeder irgendwie externe Ressourcen, die er nutzt, also ein Premium-Plugin oder ein Premium-Team, und da ist man auch Kunde.
Das heißt, man ist vielleicht nicht direkt der Kunde jetzt von einem Premium-Paket, weil man nicht das in Auftrag gegeben hat, aber man ist auch häufig auf der anderen Seite und stellt Forderungen an diese Anbieter, die die eigenen Kunden auch an einen selbst stellen. Und man sieht das dann oft gar nicht so aus diesem Blick. Also man verlangt Dinge, die einfach, also wenn ich irgendwie bei Steamforce für 60 Euro oder für 60 Dollar ein Theme kaufe, dann kann ich eben auch nicht viel erwarten. Ja. Aber viele tun das. Also nicht den Service, den viele abfragen. Ja. Und da können wir auch nur sprechen. Und also ich kann das zum Beispiel von uns erzählen. Wir haben in Team-Meetings oft so ein Gespräch, dass wenn einer unserer Subs von uns nicht eine Woche kein Feedback zu irgendeiner Aufgabe bekommen hat, dass wir dann schon sagen, ey Leute, könnt ihr euch mal ganz kurz in die Situation reindenken, wenn wir von jemandem eine Woche nichts hören, wir schweben total in der Luft. Könnt ihr bitte, so wie ihr es vom Kunden erwartet, auch bitte selber agieren, ne? Also im Netzwerk, ja. Ja. Die vielleicht nicht diesen Luxus haben, den Leuten auch immer auf die Nerven zu gehen oder so zu betreuen, wie es vielleicht der Kunde verdient hat, weil es vielleicht keine Projektmanagement-Ebene gibt, in der Agentur oder so. Ja. Was rätst du diesen kleineren Agenturen oder Solo-Leute, die halt eben wirklich Kunden haben, die vielleicht Marketing-Budget bei Suboffens haben, vielleicht von 2.000, 3.000, 4.000 Euro im Jahr haben? Die kann man ja nicht so betreuen, wie es jetzt ist. Ja. Haltung. So, das ist also im ersten Moment ist das Haltung, ich helfe dir für deine, mega geil, dass du mir 3.000 Euro im Jahr gibst, mega geil, dafür mache ich das, aber nicht das. Und das ist für uns zum Beispiel total interessant, also weil wir haben bei uns im Unternehmen, wir haben Kunden, die kaufen bei uns irgendwie Budgets auch mal, die fangen bei 1.500 Euro an und wir schaffen es, mit denen zu arbeiten. Allerdings müssen die dann auch bestimmte Regeln haben und die bekommen bestimmte Services nicht. Nur wir sprechen drüber. Und wir behandeln die übrigens am Anfang wie einen großen Konzern. Weil, das kann ich gerade, das ist eine Mini-Geschichte, ich mache sie auch ganz kurz, haben eine Anfrage bekommen von einer Nähschule, wo ich dachte, oh, okay, warum fahre ich da jetzt nochmal hin? Warum? Und dann stellt sich raus, es geht um eine Online-E-Learning-Plattform für all die DIY-Leute und die Aussage zum Budget war, dann verkaufe ich ein Haus. Ich glaube so sehr an die Idee, dann verkaufe ich ein Haus dafür. Und dann denke ich, ja geil, das, ja, wir arbeiten zusammen, hau rein. Was ein Spirit. Also bei uns ist so, am Anfang siehst du uns öfter, aber eigentlich dann nur noch einmal im Jahr. Und dann ist alles, weil, das ist interessant, das hat auch was mit Transparenz zu tun. Selbst, warum sage ich selbst? Auch ein Mittelständler sagt dann irgendwann, wenn ich ihn jetzt bezahle, dass sie 4 Stunden zu mir hinreisen und ich könnte sie auch per Video, da kaufe ich mir gerade für 90 Euro eine Logitech-Webkamera. So, das Interessante ist aber, es nicht zu pushen, sondern es als Option anzubieten. Frage, sag A, B oder C. Wer es bezahlen will, ey, meinetwegen. Da muss man sich als Firma eher fragen, weil ich kenne zum Beispiel, keine Namen auch an dieser Stelle, aber wir waren bei einem Kickoff-Meeting mit 28 Leuten, warum auch immer. Und eine Kollegin von mir hat nachher gesagt, und das wurde wirklich mega bezahlt, auch dass wir da komplett waren. Und meine Kollegin sagt nachher, im Zug, Reimer, nimmst du mich noch einmal auf so einen Termin mit, wo wir so eine Zeit verschwenden? Weil gute Kollegen wollen doch arbeiten und nicht ihren Arsch irgendwo platt sitzen. Ja, das geht nicht in beide Richtungen. Das hat auch was für die Positionierung zu tun. Ja, gut. Also,
ich sag mal so, es ändert sich, es sickert durch, es spricht sich rum, dass irgendwie in der Stadt XY nicht immer die größten Talente automatisch sein müssen, sondern dass es eher manchmal einfach cooler ist, einen Mega-Experten aus da mal kurz dazu zu schalten, der vielleicht stundenmäßig mehr Geld kostet, aber der mit drei Sätzen du sagt und dann ist das Thema durch. Ändert sich mega rasant. Okay. Letzte Frage und natürlich von dir. Ich habe noch mal eine Frage. Du hast gesagt, du benutzt individuelle Tools für jeden Kunden. Ja. Hast du kurz angedeutet, dass das auch die Effizienz deiner Arbeit beeinträchtigt? Ja. Ich stehe da eben ein bisschen auf einem anderen Standpunkt, sage ein Layout von allen Sachen, ja, damit ich selbst effizient bleibe. Ja. Können wir das ein bisschen mal diskutieren, ob du den Standpunkt hast? Ja, das ist ganz interessant. Also quasi. Ich glaube, wir machen dann etwas andere Geschäfte. Also bei uns ist halt ein Projekt, kann echt von da bis multinationale Stores in 12 Ländern in mehreren Sprachen sein. Das können wir nicht in einem handeln. Was wir aber wahnsinnig machen, wir versuchen herauszufinden, ist der Kunde allein in der Lage, Aufgaben zu definieren oder müssen wir sowas wie Protokolle führen? Dann führen wir nennen das Running Notes. Wir schicken keine Protokolle mehr rum, sondern es ist ein laufendes Google Doc. Und aus dem lösen wir dann in ein Online-Task-Management dann wieder quasi die Jira-Items, wir ziehen Tickets quasi daraus. Der Punkt ist, und dann gibt es noch manche Kunden, die kapieren besser Trello. Und dann gibt es Kunden, die bezahlen einmal im Monat dafür, dass wir eine Präsentation machen, wo wir sagen, das sind die nächsten 5 Schritte. Sobald es bei uns auf die Arbeitsebene kommt, ist jeder Workflow zu 100% gleich. Aber der menschliche Kommunikationsprozess, Simone, ich wünschte, es gäbe das eine und ich habe jahrelang das Unternehmen so geführt, dass wir das ganz streng gemacht haben und cool wurde es, als wir gesagt haben, du bist anders, dann spreche ich mit dir anders, weil ich kann das verstehen, ich verstehe, was du sagst, ich schreibe es dir so auf, dass du es verstehst. Ich kann gerne mit dir an konkreten Beispielen das durchgehen. Das hat es bei uns wirklich, hat eine mega Leistung. Also so, auch wenn ihr euch das nicht vorstellen könnt, und ich höre sofort auf, wir haben uns vor 8 Jahren mit Kunden am Telefon angeschrien über Excel-Listen, die so Abnahmenprotokolle waren. Und heute gibt es bei uns keine Abnahmen mehr. Und trotzdem kriegen wir juristisch saubere Webseiten hin. Aber das hat ganz viel auch bei uns, wir mussten das aufgeben. Okay, also, ich stelle die Slides nachher online. Thorsten, muss ganz schnell sein. Okay, einen Tipp habe ich noch, und zwar für zur Absicherung, auch für Freelancer umsetzbar, diese kaufmännische E-Mail. Also Zusammenfassung, wie ich das Medien verstanden habe, oder den Auftrag, das Freelancer, wie seht ihr, mit meinen eigenen Worten, und zurückschicken und der Kunde bestätigt das. Exakt, ja. Und ich würde dazu ergänzen, der Kunde, der das dann nicht akzeptiert oder liest oder Finger weg, nein. Deutlicher können Sie es euch nicht sagen. Okay, danke für eure Zeit, danke für die Aufmerksamkeit.